Yes! Das sind die Killerpfeile. Oh, das ist so der geilste Anfängerfehler, den man bei Clash Royale machen kann oder halt bei diesem Spiel auch. Alright, right, right, Leute, willkommen zurück zu nicht ganz Clash Royale, sieht aber aus wie Clash Royale. Es ist Tribal Mania. Also ihr habt hier Araber, ihr habt hier Scheiche, ihr habt hier Bombenwerfer, was auch immer. Und nein, das habe ich jetzt nicht einfach so gesagt, das ist wirklich so. Hier ist ein Bombenwerfer, da, das ist der Bomber. Und das ist mal sowas von kopiert. Ohne Scheiß, das ist sowas von kopiert. Das ist, spielt sich 1:1 wie Clash Royale. Es sieht aus wie Clash Royale, sieht aber ganz gut aus. Also ich muss sagen, von den Clash Royale Kopien, die ich bisher hatte, sieht das ganz nett aus. Und bisher auch am besten, ehrlich gesagt. Wir springen einfach ein paar Matches rein. Ich habe das Tutorial jetzt schon fast durchgespielt. Dann spielen wir ein paar Online-Matches, gucken uns das ganze Ding an. Ich meine, der Vorteil ist, ich muss es nicht neu lernen. Ich muss es absolut nicht neu lernen. Ich kenne die Karten. Das ist der Giant. Kenne ich 5 Elixier. Ich kenne das Spielprinzip und ich kenne auch die Einheiten, die ich aussetzen soll. Wer bist du? Das ist der Ottoman. Ne? Sieht aus wie die Musketieren, würde ich mal sagen. Er hat eine dicke Kanone. Hier sind die Bogenschützen. Ja, ihr seht, es ist eine dreiste Kopie. Aber es ist gut gemacht für eine Kopie, muss ich sagen. Also besser als Craft Royale auf jeden Fall. Craft Royale ist ja mal eine ziemliche, nicht so geile Kopie. Das ist gut gemacht. Es sind gute Grafiken dabei. Spielt sich hier recht sauber, ist bugfrei. Von daher, was will man mehr, ne? Wir spielen hier einfach ein paar Matches rein. Gut, dass ich schon ein bisschen Erfahrung habe mit Clash Royale. Deswegen können wir das Ding hier kaputt schnetzeln. Der Ottoman, guckt euch den an. Hat fast die gleiche Range wie bei Clash Royale. Ja, auf jeden Fall nett gemacht. Super nett gemacht. Aber es ist wirklich so verdammt kopiert. Man erkennt hier 1:1 alle. Wer bist du? Achso, das war der Bomber. Und wir kriegen statt 3 Kronen, kriegen wir 3. Da gibt es einen bestimmten Namen für, oder? Wer kennt sich aus? Ich nenne die mal Turbans, aber das sind bestimmt keine Turbans. Könnte auch ein Wasserpool sein. Ey, ich kann einen Namen vergeben. Jemand hat tatsächlich schon Hey Stan vergeben. Was stimmt mit euch nicht? Wie könnt ihr euch freiwillig so einen scheiß Namen geben? So, ich muss eine Kiste aufmachen, machen wir mal die hier auf, ne? Zack und zack, kriegen 2 Pfeile. Die anderen 2 machen wir auf, nachdem wir hier unser erstes Match gewonnen haben. Und dann haben wir auch schon die Multiplayer-Matches freigeschaltet. Wie gesagt, gut, dass ich mich schon auskenne. Da kann man echt schön von vorne anfangen, wenn man überhaupt das Spiel länger spielt. Ich glaube nicht, dass ich das weiter als ein Video spiele. Außer die Leute sind sowas von geflasht und sagen, boah, so viel besser als Clash Royale. Keine Schwitzer, keine Pay-to-Winner. Als ob, als ob. Ich wette mit euch, die Preise sind 1:1 oh, okay. Diesmal muss ich ein bisschen in der Defense arbeiten, aber es ist kein Problem. Wir kriegen einen Feuerball raus und vernichten das da alles. Ich habe noch keine Skelette, merke ich gerade. Ich hätte gerne Skelette. Das sind wie Kobolde, die da, die 2 da. Zack. Und die fressen auch leider sehr viel. So, okay, ich kriege hier richtig Damage. Der Ottoman macht nichts. Der Ottoman macht nichts. Come on. Ein Ritter rechts, aber zack, Bogenschützen ist raus. Okay. Jetzt haben wir links einen guten Push und das gegen den Bot. Das gegen den Bot. Ich bette euch. Ich hoffe, den Multiplayer verkacke ich gleich nicht. Sollte nicht sein. Wenn ich jetzt ein paar Kisten aufmache, habe ich auch einen höheren Level. Dann ist alles gut, alles easy, alles chillig, alles squeezy. Was auch immer. Denkt euch den letzten Reim mal zu Ende. Ich meine, irgendwas müsst ihr ja noch machen, während ihr hier ja, wie gesagt, es ist gut gemacht. Aber sowas von kopiert. Ohne Scheiß. Ohne sowas von kopiert. Aber wenn ihr gar keinen Bock mehr auf Clash Royale habt und mal eben was Neues zocken spielen wollt, könnt ihr euch das natürlich besorgen. Oh, wir kriegen eine Silver Chest. Nice. Könnt ihr euch das runterladen? Ich glaube, es gibt aktuell das. Man kann das nicht in Deutschland spielen. Guckt euch die Arena an. Sok al Mubarakika. Ist bestimmt richtig ausgesprochen. Jeder, der das, die Sprache spricht, der wird mich wahrscheinlich windelweich schlagen. Al Ain. Bei Jabba Fort. Ah, das ist so geil. Salaha, das sieht aus wie die Dschungelarena. Gibt es auch eine Eisarena? Edge of the World. Oh, was Englisches. Ich fick mich weg. Alright, wir haben unser Kampfsystem, sag ich mal, freigeschaltet. Unseren Shop. Da ist die Super Enchanted Chest. Nice, nice. Für 2000 Perlen, nicht Gems. Perlen. Finde ich super lustig. So, lass uns mal unsere Übungskisten aufmachen und unsere garantierte epische kriegen. Die ist bestimmt hier irgendwo drin, ne? So, ah, Mini-Algul, was auch immer das war. Und, wo ist denn meine garantierte epische? Gold, Archers, Episches, Swarm of Scorpions. Ist das Skelettarmee? Das ist Skelettarmee, oder? Das ist 100% Skelettarmee. Ihr seid nicht up to date, die Skelettarmee kostet 3 Elixier. Ihr müsst das Ding patchen, ohne Scheiß. So, Bogenschüssen leveln wir noch hoch und den Ottoman. Oh, ich finde das geil. Aber wie gesagt, es ist gut gemacht. Guckt euch die Grafiken an. Es ist auf jeden Fall nicht wirklich billig kopiert. Es ist nur kopiert. Aber die haben sich dann Mühe gegeben, was komplett Neues daraus zu machen. So, wir öffnen noch unsere Free Chests. Kriegen 4 Perlen, 2x Pfeile und einmal den Slingers. Gott, ist am Grinsen. Es ist eine Grinsebacke. Upgrade die Pfeile auf Level 3 und ich würde mal sagen, Online-Match. Lass uns die Leute online besiegen.
Mal gucken, wen wir hier antreffen, was wir hier so passieren. Ich finde es ja auf jeden Fall lustig. Irgendwie. Oh, wir kriegen Kisten. Das sieht aus wie DE das von CSGO. Ohne Scheiß, bin ich der Einzige, der das so findet. Und der hat 98 Dolche, nicht Pokale. Dolche. Was ist das denn? Das ist eine Sprengstoffhütte. Das ist eine Sprengstoffhütte. Alright, alright, alright. Okay, das ist jetzt erstmal Pillepalle. Hast du nie Clash Royale gespielt, Kollege, oder was? Nie so viel Elixier gleich am Anfang aussetzen. Ist doch logisch. Aber der Giant wird trotzdem, glaube ich, nie durchkommen. Der ist nicht schlecht, wenn er auf Level 2 wäre. So. Oh, der hat irgendwas. Der hat was Neues. Den kenne ich noch nicht. Aber erster Tower gehört mir. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Kriegen wir vielleicht noch die 3 Kronen? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Aber den Ritter können wir kaputt machen. Alright, 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 alright. So, Automan, mach die Kohorte kaputt. Oder die Kobolde. Die haben ja schon einen höheren Level als ich. Ich habe das Spiel gerade erst angefangen. Das Spiel ist nicht mal super neu. Nicht so alt, sag ich mal. Und die Leute haben jetzt schon einen höheren Level als ich. Ah ja, prickelnd. Prickelnd. Gute Voraussetzung für ein Pay-to-Win-Spiel. Aber es ist lustig gemacht. Kann man nichts gegen sagen. Nein, come on. Bomberman. Zack, kaputt geschnitzelt. Das ist der Ritter übrigens. Ne? Das ist aufgebaut wie der Ritter. So, das sind wie Kobolde da. Kennen wir auch. Kriegen wir die 2 Elixierphasen noch? Nein. Ah, das ist die Hexe. Okay. Okay, verstehe, das ist wie die Hexe. Die spawnen drei Skelette. Okay, der Giant ist, kommt dran, ich will 3 Kronen auf jeden Fall. Geht aber knapp ohne die 3 Elixierphase. So, zack, weg mit euch. Und der macht noch ein paar Boogies, die schnetzeln wir auch noch kaputt. So, Musketieren ist dran. Oh, sorry. Ottomanen ist dran. Ottoman. Der Ottoman ist dran. Ja, ja, das ist nice. Das ist super nice. Ich finde das irgendwie so lustig, dass sie hier so ein östliches Thema genommen haben und daraus dann quasi Clash Royale gebastelt haben. Zumindest eine Kopie von Clash Royale. Oh. Oh, okay. Kommt noch irgendwas? Nein? Okay, Hexe. Bomben wir weg und dann machen wir die Skelette mehr. Und ich glaube, das reicht, ne? Oh, der hat gut Damage gemacht. Gut Damage gemacht. So. Okay, der spammt. Der spammt. Der weiß entweder, dass er das links nicht mehr auffällt oder keine Ahnung, was er macht. Er will auf jeden Fall einen Turm haben. Ich will die 3 Kronen haben. Ich bin schneller. 3 Turbans für mich gegen Yono 213. Gutes Ding. Die Hexe war geil, oder? Die Hexe war super geil. Nee, komm, später. Was gibt es hier eigentlich noch für Karten? Wir haben hier irgendeinen Scheich, wir haben hier einen Brunnen. Ist das die Elixierpumpe? Das ist die Elixierpumpe. Ohne Scheiß, da ist der Mortar. Da ist der Königsriese, wette ich mit euch. Das ist der Königsriese. 3 Ottomanen. Ah, das ist so krass. Das ist so krass kopiert. Wer bist du? Elite-Barbar? Da ist noch eine Schlange. Scorpion-Händler. Da, 100 Pro ist das die Hexe. Die war 1:1 aufgebaut. Und das sieht aus wie Angry Birds. Das ist aber ein Phoenix. Einfach neues Match reinspringen und nicht labern, nicht quatschen. Das Spiel ist so nice aufgebaut. Aber wie gesagt, wenn ihr absolut keinen Bock habt mehr auf das Clash-Universum oder wenn ihr keinen Bock habt, Supercell zu unterstützen, habt ihr hier die perfekte Kopie, um trotzdem noch das gleiche Spielprinzip zu haben, nur mit anderen Karten. Und mit dem Schlachter statt einem Ritter. Und ein Ottoman statt Musketieren. Ist so nett, oder? Und eine Skorpion-Hexe statt einer Hexe. Ja, das ist so nice. Finde ich echt lustig. Okay, wir haben einen Schläfer. Wir haben einen Schläfer. Der macht nichts. Der lässt mich schön ziehen. Wir halten die Pfeile bereit. Oder auch nicht. Zack, zack. Wir holen noch den Ottoman raus. Okay. War ein bisschen wasted, der Ottoman. Jetzt kommt der, sein Riese. Egal, der müsste nicht genug Elixier haben. Ich müsste hier jetzt mit meinem Skelettschwarm das Ganze kaputt machen. Ich vermisse jetzt schon Sepp. Ich vermisse jetzt schon Sepp, ohne Scheiß. Ich vermisse sowas von Sepp. Ich will Sepp haben. So. Der spielt noch seinen eigenen Ritter aus. Da kommt mein Skelett-Army da ganz gut durch. Oder Scorpion-Army, wie auch immer ihr das nennen wollt. Da kommt noch eine kleine Bombe raus. Auch den kaputt. Den kaputt. Und wir machen noch ein bisschen Damage. Der Ritter ist am Turm dran. Nice. Wir setzen gleich noch den Ritter aus für mehr Liebe. Die Kobolde lasse ich stehen. Come on. Die One-Hitten wäre ein nices Ding. Ist kein Flawless, aber pff, who cares? Who cares, Leute? Und was ist das? Was ist das? Das sieht aus wie der Mini-Packer. Wette ich mit euch. Das ist der Mini-Packer. Wette ich mit euch. Der macht Damage. Der sieht gefährlich aus. Okay. Und zack und zack. Und zack und zack. Der Riese ist jetzt schon down. Schade. Und da kommt der. Wir spielen Feuerball aus. Mal gucken, hoffentlich kommt da noch was dazwischen. Nein, okay. Ist aber down. Nice. Hat bisher nur minimalen Damage auf meinen Turm. Rechts ignorieren wir mal getrost.
Und links die Ottomanen und die rocken das halbe Ding kaputt. Alright, alright, das sieht gut aus. Ich finde es gut, dass ich das nicht neu lernen muss. Finde ich echt gut. So, doppelte... Ah, nee, nicht Elixier. Das ist doppelte Wasserphase, Leute. Doppelte Wasserphase. Ihr müsst die Begriffe hier lernen, ne? Das ist nicht hier Clash Royale. Das ist mal was Neues. Das ist nicht euer altes, gutes Ding, was ihr kennt, auswendig kennt und schon zu Tode gespielt habt. Nein, das macht ihr einen großen Fehler. Da macht ihr einen großen Fehler. Das ist was Neues. Das ist Tribal Mania. Tribal Mania. Oh, das ist super. Das ist so nice. Alright, ich sollte die drei Kronen kriegen, sollte kein Problem sein. Come on. Riese, mach dein Ding. Aber brauche ich nicht mal, der Bomberman ist dran. Nice, drei Turbane wieder. Und wir kriegen Dolche, wir kriegen so viel Dolche. Ich finde seinen Namen nice. Spring nächstes Match rein gegen Wischine. Also die Namen sind auf jeden Fall auch sehr. Ah, das ist super, ich finde das neue Game nice irgendwie. Irgendwie ist es nett, mal zur Abwechslung mal was, ein anderes Theme zu haben, also ein anderes Thema, ein anderes Setup. Kommt zu der Skelettarmee auch noch was? Kommt auch was, ja. Okay, machen wir das. Machen wir unsere eigene Skelettarmee. Ich habe noch keinen Prinzen gesehen. Also den waschechten normalen Prinzen. So wie man ihn kennt. Oh, sein Giant hat Damage gemacht. Verwunderlich. Flups. Okay, der scheint besser zu sein. Der ist besser. Und ja. Kann man echt nichts sagen. Er ist besser. Er hat eine Defense. Er hat die Skelettarmee-Defense. Und so, unsere Musketiere macht ein bisschen Damage. Wir spielen hier den Bomber aus. Hätte ich zwar gerne bei meiner Offense gehabt, aber... Ey, so was. Zack, ist down. Oh, die macht er hoffentlich auch noch kaputt. Bitte kein Giant davor. Er hat kein Giant davor gemacht. Finde ich gut. So, da kommt noch sein Bomber. Ist aber Pillepalle, come on. Den lassen wir in Ruhe. Soll ein bisschen Damage machen. Der ist auf Level 3. Okay, das machen wir nicht in Ruhe. Kobolder. Zack. Alright. Mein Giant kommt. Yes! Das sind die Killerpfeile. Oh, das ist so der geilste Anfängerfehler, den man bei Clash Royale machen kann oder halt bei diesem Spiel auch. Irgendeinen Zauber auf den Turm zu schießen, der nichts bringt. Das ist der geilste Fehler, den es gibt. Finde ich immer wieder lustig zu sehen. Ey, den Fehler habe ich genauso gemacht, als ich das Spiel angefangen habe. Als ich das Spiel, Clash Royale angefangen habe, hat den Fehler, glaube ich, jeder gemacht. Jeder hat irgendwie einen Feuerball drauf gehämmert auf den Turm, der einen nichts gebracht hat. Das ist halt lustig, wenn man so die Zeit zurückblickt. Ich meine, es ist fast ein Jahr her, wo ich Clash Royale angefangen habe. So. Da kommt sein Ritter, kommt ein paar Kobolde an. Nichts Wildes, machen wir fertig. Und zack. Alright. Der Ritter macht ein bisschen Damage, nichts Wildes. Ey, lass mein Bomber in Ruhe. Nein. Oh. Safe. So, ich brauche die Pfeile auf jeden Fall, die jetzt rauskommen. Weil jetzt kommt irgendwo die Skelettarmee. Da ist er. Sorry. Nicht Skelettarmee. Begriffe lernen, Leute. Das ist die Skelettarmee. Das ist die Army. Scorpion Army. So, der Giant links macht sein Ding. Ottoman kommt raus. Boogies kommen raus. Ich brauche nochmal die Skelettarmee. Die Pfeile meine ich. Wahrscheinlich kommt gleich irgendwo eine Skelettarmee. Da sind die Pfeile. Die waren okay. Die hat nur der Damage gemacht. Und hätte ich doch mal die Pfeile losgelassen. Ups. Kriegt der Feuerball das hin? Weh, der Feuerball kriegt es nicht hin. Ich will drei Kronen haben. Ah, come on. Okay, ich muss schnell Karten rotieren. Oh, da gibt's Smiley. Stimmt ja, da gibt's Smileys. Ja, die sind genauso AIDS wie in Clash Royale. Sehe ich schon. Tada. Ah, jetzt hör auf. Jetzt hör auf. Die Pfeile haben nicht gereicht für... Was hatte der? 40 der HP oder so? Und die Pfeile haben nicht gereicht, um das Ding fertig zu machen. Jetzt bin ich echt enttäuscht. Oh, aber hey, lustig gemacht. Wie gesagt, wenn ihr keinen Bock habt auf Clash Royale, habt ihr mit Tribal Mania eine super Chance. Gibt es aktuell noch nicht in Deutschland, vielleicht in ein paar Tagen, in Wochen, keine Ahnung, warum es das nicht gibt. Ihr könnt euch natürlich APK-Dateien runterladen, müsst ihr aber euch selber schlau machen. Keine Ahnung, ob es für iPhone gibt, keine Ahnung, ob es nur für Android raus ist. Es macht euch schlau. Es macht Spaß, wenn ihr Bock habt, wenn ihr was anderes als Clash Royale zu spielen, weil es ist wirklich Clash Royale im fernen Osten. Nein, im mittleren Osten. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Kopie in Japan oder sowas. Das wäre nice. Da hätte ich echt Bock drauf. Hinterlasst mir einen Daumen hoch für Tribal Mania, wenn ihr Spaß dabei hattet, das Video zu schauen. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mir Flosse. Flop.